Ja, Weihnachten naht mit riesen Schritten. Wir sind in den ersten Adventssonntagen. Draußen wird es kalt, es wird früher dunkel und alles sagt, Weihnachten ist nicht mehr weit weg. Und das ist tatsächlich auch so. Wir helfen Ihnen Geschenkideen hier. Wir wollen Ihnen hier Geschenkideen vorstellen, damit Sie es leichter haben. Wenn Sie jetzt noch bestellen, haben Sie eine Sorge weniger. Es ist furchtbar, kurz vor Weihnachten in die Stadt zu müssen und irgendwas einkaufen zu müssen. Und Carsten, du hast uns richtig tolle Sachen rausgesucht hier. Vornehmlich für Kinder, aber ich sage Ihnen mal ein Geheimnis, mir gefallen die auch alle sehr gut. Ja. Wir fangen mal an. Unser Engel Moni wird uns die erste Idee mal reinbringen. So, wollen wir doch mal schauen. Kleine Überraschung für euch. Bitte schön. Ihr dürft jetzt kreativ werden. Oh. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil wir einen Malkasten anbieten, insgesamt mit 57 Teilen. Und der passende Malblock ist natürlich auch mit dabei. Ich darf dir mal einen geben. Ich darf dir einen in die Hand drücken und ich habe selber natürlich auch einen. So, ihr seht, wir waren schon ordentlich kreativ. Aber bevor wir jetzt hier mit dem Malen anfangen, wollen wir uns den Malkasten natürlich mal anschauen. Auffällig bitte, ein Echtholzkasten natürlich mit Griff und mit den entsprechenden Scharnieren, sodass man alles richtig schön griffbereit hat. Wenn man mal reinschaut, Achtung, drauf, so, haben wir natürlich hier alles, alles mit drin, was man haben möchte. Wir haben also die Wachsmalstifte, die großartig sind, übrigens auch mal auf Fliesen. Oder an der Wohnzimmertapete, der mein oder andere Elternteil wird das kennen. Wir haben Tipp-Ex natürlich mit dabei, ein Radiergummi, wir haben einen Anspitzer und wir haben insgesamt sogar 12 Wasserfarben hier im Set mit dabei. Ja, Sie merken also schon, das ist für die ganz, ganz Pfiffigen und Kreativen, die ganz einfach mal ihrer Fantasie freien Lauf lassen wollen. Die ganzen Filzstifte und natürlich die entsprechenden Buntstifte, alles komplett mit dabei. Ein kleines Lineal haben wir auch noch. So, jetzt dürft ihr euch gerne mal was aussuchen. Ich habe mich für die Wachsmalstifte entschieden. Aha. Was möchtest du haben? Ich nehme mal die Buntstifte. Ich lege das einfach mal dahin. Und dann fangen wir mal an zu zeichnen. Es geht natürlich darum, liebe Zuschauer, dass man die Kinder vielleicht mal ein Stück weit von den elektronischen Dingen, wie zum Beispiel einem Handy, einem Tablet oder auch mal so einer Spielekonsole, ganz einfach wegbekommt. Ich weiß, wovon ich rede. Meiner ist 16 Jahre alt. Und insofern ist es also schon sehr, sehr schwierig, da überhaupt mal wieder irgendwas Kreatives zu fördern. Es sei denn, man geht von Level zu Level. Und ich finde, gerade in jungen Jahren ist es ein sehr erzieherisches Merkmal, wenn man den Kindern mal so ein bisschen Kreativität einhaucht. Und genau das kann man natürlich mit einem Malset hervorragend hinbekommen. So, ich brauche Braun. So, wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin fürchterlich im Malen, aber es macht Spaß. Kreativ werden kann man trotzdem, oder? Mhm. So. Was malt ihr so? Ich versuche mal, uns hier ganz schnell zu malen. Uiuiui, ich höre gerade, wir haben nicht viel Zeit. Dann tue ich mal das Schnellste und Beste, was ich hier jetzt so schnell hinkriege. Aber es ist natürlich wirklich immer eine Aufgabe, Kinder vom Fernseher wegzukriegen, Kinder vom Handy wegzukriegen, Kinder von ihren elektronischen Geräten wegzukriegen. Insofern ist es natürlich toll, mal was richtig Kreatives hier ihnen anbieten zu können. Da hat jeder Spaß. Ich habe als Kind früher sehr gerne gemalt. Ich meine ja sehr gut, mein Kunstlehrer war anderer Ansicht, aber das... Und jetzt können wir unseren Weihnachtsbaum. Du hast auch einen Weihnachtsbaum gemalt. Guck mal hier. So, ja, wir gucken gleich nochmal drauf. Ja, so, jetzt wollen wir mal schauen. Natürlich alles drin, was man haben möchte. Wie gesagt, du hast unterschiedliche Stifte, also für jeden Einsatz genau das Richtige. Wasserfarben sind mit dabei und vor allen Dingen alles sehr, sehr schön im kompletten Set zusammen. So muss es natürlich sein und so kannst du natürlich dann auch mal die Kreativität deines Kindes fördern. Die setzen sich dann vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei an den Küchentisch. Ich habe das früher sehr gerne gemacht. Ja, ich auch. Malen ganz einfach mal ein schönes Bild. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Das war Monika. Ein Weihnachtsbaum, wie schön. Ein Weihnachtsbaum, pass auf, das war meiner. Oh, du hast auch einen Weihnachtsbaum. Ich bin gar nicht so weit gekommen. Ja, ja. Ich bin auch nicht weit gekommen. Ach, sieht man das? Gut, machen wir schnell weiter, bevor das dritte Bild kommt. Wir hatten ja auch wenig Zeit. Moment, warte, und das ist Ingo. Ich habe versucht, uns drei zu malen hier. Ja, okay, gut. Das war das erste Produkt hier. PE 5655 und die 569. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben ganz, ganz viele Geschenke hier. Auch das nächste ist wieder zum Kreativwerden. Ich bin in Schweiß gebadet. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Strom, denn jetzt reden wir von unserem 3D-Druckerstift. Und das ist absolut genial. Monika, du erinnerst dich daran, dass wir den mal zusammen in der Premiere gezeigt haben. Und ich glaube, wir haben uns richtig geärgert, dass dann irgendwann Feierabend war, oder?
Das stimmt, das hat so Spaß gemacht, wir wollten gar nicht mehr aufhören. Und hier ist auch dein Auto, was du gemacht hast. Ja, kannst du das mal ganz kurz schon mal in die Kamera halten, wenn man in etwa sieht, wie das Ergebnis aussieht. Ich heize schon mal unsere Stifte hoch, geht eigentlich relativ fix und dann sind die einsatzbereit. Was ist ein 3D-Stift? Ich glaube, Sie alle werden wahrscheinlich einen 3D-Drucker kennen, aber so weit müssen wir hier gar nicht gehen. Mhm. Hier haben wir quasi Stifte, die mit einem sogenannten Filament, also mit Kunststoff, mit Kunststoff ausgestattet sind. Und hier kann man 3D-mäßig unterwegs sein. Das heißt, man fängt 2D-mäßig an, designt etwas und kann das Ganze dann also wirklich noch ausbauen. Und so sah das im Sommer aus, als wir beide hier bei uns im Set saßen und mal fleißig damit losgelegt haben. Ich habe mir eine Handyhülle gemacht. Das war richtig cool. Handyhülle. Ich habe eine Brille mal gemacht. Also es macht einen Riesenspaß. Das ist im Prinzip Kunststoff, der heiß gemacht wird. Und dann kann man den wie so einen Faden in alle Richtungen, also nicht nur eben zweidimensional, sondern auch nach oben legen. Da dieser Baum ist ja fantastisch. Ja, das ist cool, oder? Ja, das ist richtig cool. Sie kriegen ganz, ganz viele Farben noch dazu hier mit unserem 3D-Druckerstift. Und der kostet wirklich, ja, schauen Sie mal den Preis. Das ist also auch wieder so ein ideales Geschenk, was nicht viel kostet. Das ist es ja gerade. Wo Sie den ganzen Abend Spaß dran haben. Zum Thema Kreativität. Wir haben hier nun mal einige Beispiele. Wir haben also schon, wir haben das gute Stück schon einige Male gezeigt. Und immer wird man kreativer. Monika hat mal eine Handyhülle gemacht. Ja. Auch wenn Sie jetzt hier mal irgendwo im Bastelbereich unterwegs sind oder im Miniaturbereich eine Eisenbahn oder irgendwie sowas machen wollen, da kann man natürlich auch hier selber was machen. Mein Auto hier braucht immer noch ein Dach, habe ich festgestellt, und eine Motorhaube, aber das macht unglaublich viel Spaß und so fördert man natürlich die Kreativität. 20 dieser sogenannten Filamentstreifen haben Sie mit dabei. Das ist dieser Kunststoff, der dann quasi geschmolzen wird und dann macht man damit seine entsprechenden Bahnen. Übrigens keine Angst, Sie können das gute Stück hier einstellen zwischen 160 und 230 Grad, können auch die Fließgeschwindigkeit einstellen und dann ganz einfach Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Liegt super in der Hand, ist schön leicht, lässt sich ganz einfach bedienen, das heißt kurz vorheizen und dann ganz einfach hier auf den Knopf drücken, dann kommt das Filament im unteren Teil raus. Keramikspitze haben wir auch mit dabei und dann können Sie hier verschiedenste Elemente ohne weiteres zusammenstellen. Das hier mal im 2D-Bereich, mal Weihnachtssterne, die man vielleicht auch im Vorfeld mal basteln kann, um sie vielleicht auch dann mit den Kindern dann später am Weihnachtsbaum zu dekorieren. So ungefähr kann das aussehen. Dann haben wir uns hier mal an einem Baum versucht. Guck mal hier, das ist auch schön. Ja? Das ist richtig dreidimensional. Ne? Das ist richtig dreidimensional. Guck mal, der Baum hier auch. Ja, wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Und ich möchte natürlich auch, bleib mal kurz bei mir, ein Auto mal zeigen. Guck mal hier. Das war der rote Flitzer hier. Guck mal, mit schwarzen Reifen. Wow. Alles dran. Unterboden ist dran, nee, noch nicht ganz. Unterboden fehlt noch und das Dach fehlt noch. Aber so sieht das dann im 3D-Bereich aus. Das heißt, einmal die eine Seite, einmal die andere Seite und dann miteinander verbunden. Wird übrigens nicht wirklich heiß. Insofern können Sie es also auch gerne mit kleinen Kindern machen. Also, dass man sich da verbrennt, da muss man sich schon sehr dumm anstellen, wenn man sich da wehtun möchte. Also wirklich eine ganz tolle Variante. Wie gesagt, 20 verschiedene Filamentfarben haben Sie mit dabei. Und ich warne Sie vor, wenn Sie damit einmal angefangen haben, egal ob Sie 6 Jahre oder 60 Jahre alt sind, spielt keine Rolle, das macht süchtig. Und das unglaublich Hammer, viel Spaß. Ne? Ja. Es macht richtig viel Spaß. Ich habe da auch schon dran gesessen. Fahrrad habe ich mal gebaut, eine Brille habe ich gebaut. Ihr habt hier diese tollen Sachen gemacht. Und hier sehen wir mal so ein paar Beispiele. Das ist so eine Handyhülle, die Sie ganz einfach selber machen können. Die Farben kriegen Sie alle mit dazu, diese ganzen Filament-Spiralen. Unser 3D-Druckerstift hat die Bestellnummer ZX7164 und die 569. Und ich garantiere Ihnen, der bringt also wirklich das, ja, jedes Kind vorm Fernseher weg, vorm Handy. Das macht richtig, richtig Spaß. So ein Flugzeug, der Dinosaurier. Das ist der Hammer hier, oder? Ja, den hat. Das ist natürlich schon hohe Schule hier. Also da musst du schon ein bisschen Übung für haben, aber auch das ist ohne weiteres möglich. Ja. Ich nehme so ein Stück Pappe so als Unterlage und fange dann so mit den 2D-Dingern an. Und dann geht das Ganze, dann baut man das dann so dreidimensional auf. Carsten, und wird immer größer. Carsten, wir müssen weitermachen. Ja, Entschuldigung, wir haben ganz viele Produkte. Ja, hier kommt schon Moni mit dem nächsten Produkt hier, unser Engel mit der nächsten Geschenkidee. Und auch das ist wieder sowas richtig Interessantes und Cooles. Ein richtig cooles WLAN Full HD Handmikroskop. Das ist das gute Stück. Akkubetrieben übrigens. Hält locker für eine Stunde. Ich gebe dir auch mal eins in die Hand hier. Und da möchte ich Ihnen ganz gerne mal live zeigen, wie Sie das verbinden können. Natürlich auch ein Stativ mit einem Schwanenhalsgewinde und so weiter drauf. Also alles komplett mit dabei. Es wird einfach eingeschaltet. So. Wenn Sie es dann später als Mikroskop verwenden wollen, bitte vergessen Sie nicht, die Schutzhaube unten abzunehmen, sonst kriegen Sie kein scharfes Bild hin. Und dann müssen Sie das Ganze einfach nur verbinden. Ich mache das mal eben. So, WLAN, Augenblick. So, da haben wir es schon.
So, die passende App gibt es übrigens kostenlos für einen Handyhersteller Ihrer Wahl. Ich nutze jetzt hier ein iPhone, das könnte aber auch jeder andere Hersteller sein. So, Moment, gucken, ist er da? Also so ein Mikroskop fand jetzt ich früher als Kind schon immer faszinierend. Ich gebe dir mal das, Handy, dann versuche ich mal ein vernünftiges Bild hinzubekommen. Jetzt habe ich hier mal verschiedene Sachen und Kinder sind ja unglaublich neugierig. Zu Recht sind sie das. Wenn man jetzt hier mal guckt, mal hier so ein 20-Euro-Schein, den kennt natürlich jeder, hat jeder schon mal in der Hand gehabt von beiden Seiten. Jetzt möchten Sie sich den mal unter Mikroskop anschauen. Dann machen wir das jetzt ganz einfach mal. Schau mal, nehmen wir mal ein bisschen zu mir, kann ich mitgucken. So sieht das Ganze unter Mikroskop aus. Schau mal hier. So. Setz es ganz einfach drauf. Warte mal. So. Guck mal jetzt hier. Ich gehe mal ein Stück weiter. Irre, ne? So sieht ein Geldschein unter Mikroskop aus. Cool, oder? Auch mit der, und das kann ich auch fotografieren und filmen, ne? Das kannst du auch fotografieren. Du siehst also hier an der Seite, siehst du also auch den Fotoknopf. Das wird dann entsprechend in deinen Fotoaufnahmen gespeichert. Ist schon mal sehr spektakulär, wenn es natürlich auch mal raus in die Natur geht. Und das können Sie tun, weil sowohl das Handy als auch das... das Mikroskop jetzt hier ganz einfach akkubetrieben ist, können Sie auch mal sowas machen. Moment, gucken, dass ich es scharf hinkriege. So. Und so sieht ein Blatt mal in einer tausendfachen Vergrößerung aus. Boah. Cool, oder? Das ist richtig cool. Haut geht auch. Haut geht auch. Wollen wir mal gucken? Ja, pass auf, Achtung, Moment. So. Achtung, mal hier. So, mal gucken, ist das nicht irre? Licht ist auch dran, wird also perfekt ausgeleuchtet. Das Ganze in Full HD, das müssen Sie sich mal vorstellen. Cool, oder? Und das hier zu diesem Preis. Mikroskope haben ja früher ein Wahnsinnsgeld gekostet. Das ist ein Haar. Ja, muss ich schnell abrasieren. Das sieht ja fürchterlich aus, unter Mikroskop, oder? Wollen wir uns mal eine Jeans angucken? Meine Jeans, guck mal hier. Das ist auch cool. Wollen wir mal gucken? Warte. So sieht eine Jeans unter Mikroskop aus. Wir können da mal ganz näher rangehen. Moment, plus. So, ach, vergrößern kann man auch noch. Oh, ja. Da siehst du richtig die einzelnen Jeansfasern. Sehr ordentlich genäht. So, wir gucken. Wir gucken mal den Ingos Kopf, Augenblick. Jetzt gucken wir mal den Ingos Kopf. Achtung, das ist zu viel, das passt da nicht alles rein. Nicht mal 45 Euro, oder gerade so 45 Euro, nicht mal 46 Euro für ein Mikroskop, cool, was Sie einfach mit Ihrem Handy koppeln können und damit neue Welten entdecken, neue Galaxien. Neues Leben. Ja, Achtung. Irre, ne? Einatmen, ausatmen. Sag ich mal, sieht man was? Oder sehen wir nur dunkel? Moment, so. Bisschen unscharf. Warte. Ach, das ist mein Pullover. So, das ist dein Pullover. Wie interessant. Ich dachte aber, der wäre dunkelblau. Also auch wieder so. Irre, da kann man stundenlang auf Entdeckungsreise gehen. Im Haushalt, im Kinderzimmer, überall. Die Bestellnummer ist die ZX8293 und die 569. Ein WLAN Full HD Handmikroskop, was also mit Akku läuft. Da brauchen wir keine Batterien für. Und wirklich hier ganz, ganz einfach zu bedienen. Jetzt bestellen Sie noch von zu Hause rechtzeitig, weil es macht bei uns richtig Spaß. Wir haben tolle Produkte hier für Sie. Das war unser Handmikroskop, aber es geht blitzschnell weiter. Wir machen weiter mit dem nächsten Geschenk und das ist der Hammer. Jetzt pass auf hier, freischwebender Globus. Ich möchte betonen, dass der Globus sich deswegen... Ich wurde gerade von meinen Leuten gerügt. Ich bin schon hier. So. Wir haben hier einen freischwebenden Globus, der schwebt, weil das so eine Magnetgeschichte ist. Und ich möchte betonen, der dreht sich deswegen so schnell, weil Ingo gerade meinte, der dreht sich nicht. Guck den mal an. Das stimmt. Ja. So, also wenn die Welt sich so schnell drehen würde, ach du je, manchmal glaube ich... Ja, also manchmal, zack Weihnachten, zack Ostern, zack. Ja, genau. Geht jetzt so, ein Tag ist eine Umdrehung, zack, ne? Zack, 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 zack. So jetzt. Ich muss mich mal kurz anhalten. Warte mal, Achtung. Bremsen. Ach, wenn man die Welt manchmal so anhalten könnte, oder? Kurz mal hier, ein richtig cooler, beleuchteter Globus, gut 10 cm vom Durchmesser, in dieser cool beleuchteten Umrandung. Das sieht ja allein schon per se schon richtig cool aus. Das heißt, der Globus ist an sich beleuchtet. Sie haben diese bunte LED-Beleuchtung, die die Welt quasi von allen Seiten anleuchtet. Das per se schon unglaublich cooles Deko-Element. Aber natürlich ist unsere Weltkarte jetzt hier in Form eines Globus auch beschriftet. Das heißt, Kinder in einem gewissen Alter wollen vielleicht mal wissen, Mensch, ich lese immer wieder in der Zeitung China. Wo ist denn China? Und wie weit ist das von Deutschland eigentlich weg? Wo ist denn eigentlich Australien? Was ist der Atlantik? All diese ganzen Geschichten kannst du Kindern jetzt ganz einfach mal auf deinem eigenen Globus zeigen. Und das ist mal richtig cool. Bei dunkler Beleuchtung auch mal cool als Nachtlicht so in einem Kinderzimmer. Einfach klasse. Und vielleicht auch mal ein schönes Geschenk für einen Erwachsenen, der sagt, Mensch, ich wollte doch immer schon mal die Welt sehen. Wo fliegen wir denn als nächstes in Urlaub hin? Ja? Der muss nicht immer so aussehen, wie er jetzt aussieht. Man kann das Ganze natürlich von der Beleuchtung her auch einstellen. Das zeige ich euch gleich noch, wenn wir zurück im Studio sind.
sind. Aber ist das nicht eine coole Angelegenheit? Der schwebt. Es ist unglaublich. Also er hängt nirgends dran, steht nirgends drauf. Der schwebt in diesem Kreis. Das ist mit Magneten gemacht. Und sehen Sie das, wenn ich dahinter gehe? Da ist also wirklich nichts, woran denn. Kein Faden. Nee. Einfach faszinierend, dahin zu kommen. Kein Netz, kein doppelter Boden. Jetzt pass mal auf, habe ich die richtige Stelle erwischt? Da ist er. So, also Licht aus. Sieht man das überhaupt? Ja. So. Licht an. Also Kreis an. Und jetzt? Oh, Moment. An. Jetzt. Zack. Und so ist er wieder an. Ja. So, zack, zack, zack. Wo möchtest du denn mal als nächstes hin in Urlaub? Wenn du frei, wenn du sagen könntest, egal wohin, ich suche mir jetzt ein Ziel aus. Nach Dubai. Nach Oder Dubai. Auf die Malediven. Malediven, auch sehr schön. Mhm. Wo liegen jetzt nochmal die Malediven? Das könnte man Indischen Ozean. Indischen Ozean. No? Irgendwo. Atlantic Ocean. Da ist er. Da war er. Ich möchte irgendwo hin, unterhalb dieser Linie, unterhalb wo es warm ist. Oh, ja, da ist jetzt nämlich Sommer. Hier ist es kalt und regnerisch. Vielleicht schneit es sogar an Weihnachten. Ah, die Kollegen haben gerade gebucht. Ja. Die Kollegen haben mich schon gebucht. Ja, dann gehe ich mal. Ist natürlich eine coole Idee. Das hier so ein Abstandshalter, aber ganz ehrlich, den brauchen sie nicht, um den da einfach reinzuhängen. Der hängt wirklich völlig frei schwebend. Das ist einfach ein geniales Teil. Der Globus an sich schon großartig. Schauen Sie mal, der wird ganz einfach dazwischen gehängt. Viel zu viel Aufwand, geht so viel schneller. Ja. Kannst du aus der hohlen Hand raus. Kann man freihändig machen. Aber hey, guck mal hier. Da. Ruhiges Händchen. Unglaublich, ne? Ja, und schon wackelt man lernt was und man kann Spaß haben, weil das ist natürlich was ganz Besonderes anzuschauen hier. Dieser freischwebende Globus, 10 cm im Durchmesser, hat die Bestellnummer NX3212 und die 569. Das ist ein echtes Highlight. Das ist so für Leute, die schon alles haben, ne? Ja. Das haben die ganz bestimmt nicht. Definitiv also nicht. Jetzt kann man auch wirklich mal ins Wohnzimmer hängen, ist halt so ein Stilelement, ne? Ja, ich sag mal, vor allen Dingen, das ist kein oller Holzglobus in so einem komischen Gestell oder sowas, wie in so einem Herrenzimmer in England, sondern mal so ein richtig cooles Deko-Element. Könnte ich mir in einem Wohnzimmer schon sehr gut vorstellen, in einem Büro beispielsweise oder natürlich in einem Kinderzimmer. Im Büro natürlich. Ja, also eine richtig coole Angelegenheit für das Geld. Das war unser Globus. Wir rufen Moni jetzt schon mit dem nächsten Geschenk. Und das ist was richtig, richtig Herziges. So. Ach Gott, wenn ich die schon sehe. Ja, das war's so. Jetzt haben wir natürlich hier einen Plüschhund. Und ich möchte euch bitten, auf drei genau das Geräusch zu machen, was jedes Kind unter dem Weihnachtsbaum machen wird. Pass auf. In 1, 2, 3... Yo! Oh. So, jetzt pass auf, ich schalte mal den mal ein. Der ist natürlich nicht einfach nur zum Anschauen und zum Liebhaben, der ist natürlich auch noch ausgestattet mit entsprechenden Sensoren. Mit Hightech. Ja. Frau Doktor, richtig Hightech. Das ist ein... Guck mal hier. So, jetzt kann man natürlich... Ja, hier, guck mal hier. Meiner ist ruhig. Ich habe so eine beruhigende Wirkung auf den Kleinen. So. Ja, meiner unser ist eher ein bisschen lauter. Und der wackelt schon mit dem Schwänzchen. Guck mal hier. Ja. So. Der hat natürlich Sensoren, damit er sich also auch entsprechend bewegt, damit er den Kopf bewegt, damit er mit dem Schwänzchen wedelt, damit er jetzt hier also auch diese Geräusche hat. Warte mal, nimm dir mal eins weg. Meiner hat kein Körbchen. So. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige für jeden, der vielleicht keine Möglichkeit hat in einer Etagenwohnung. Was willst du da mit einem Hund? Das geht ja so eigentlich gar nicht. Nicht jeder hat die Zeit dafür, sich drum zu kümmern. Ja, es ist immer so ein Thema für sich. Und ich glaube, Kinder lieben Tiere in jeglicher Variante. Nur tun Sie mir bitte den Gefallen, kommen Sie nicht auf die Idee, ein lebendes Tier unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ich glaube, das ist definitiv der falsche Ansatz. Liest man immer wieder, hört man immer wieder. Aber ich glaube, das hier ist mal ein Stofftierchen, was definitiv einen Ehrenplatz bekommt. Man kann den übrigens auch, liebe Eltern, ausschalten, wenn man das möchte. Ja, aber glauben Sie mir eins, ich glaube, der wird wahrscheinlich lange Zeit an sein. Für die Kinder zum Kuscheln, wenn es dann abends ins Bett geht, auch eine richtig coole Variante. Ist der nicht süß? Ja. Das ist super süß, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, der hat so ein süßes Gesicht mit den Knopfaugen. Die Knopfaugen, die Nase, schauen Sie sich mal das Gesicht an, wie liebevoll das gemacht ist. Und der reagiert auf Gesten und Bewegungen. Wenn man den streichelt, freut er sich. Er schwedelt mit dem Schwänzchen, kann sogar Männchen machen, wenn man das richtige Kommando gibt. Und ach, der ist doch herzallerliebst. Gerade wenn Sie, also auch wenn Sie mehrere Kinder haben, bitte, bitte, bitte kaufen Sie mehrere davon. Sonst gibt es nur Streitereien hier. Der süß. Unser Funktionsplüschhund kommt übrigens mit diesem Hundekorb noch dazu. Ja, der ist auch richtig Pfoten niedlich. Drauf, ist richtig süß. Du hast auch einen richtigen Hund, ne? Ich habe auch einen richtigen Hund, ja, aber der ist bei Weitem anstrengender. Der ist anstrengender, ne? Ja, du darfst dann gleich mal zum Onkel Ingo, darfst du gleich auch mal gehen, das ist okay. Die Bestellnummer ist die NX8969 und die 569. Für unseren Funktionsplüschhund mit Hundekorb. Das hat übrigens unser Kunde Robert geschickt. Der hat sich den nach Hause geholt.
scheint ein großer Hundefan zu sein. Und der hat natürlich auch seinen Platz in seiner Sammlung gefunden hier. Unser Funktionsplüschhund ist ein absolutes Highlight. Wird sehr, sehr gerne gekauft. Das ist auch wieder so ein Geschenk. Wenn man es hat, dann hat man es. Da brauchen Sie sich nicht mehr drum zu sorgen. Das ist für Männlein und Weiblein. So. Für Jungs und Mädchen. Ich weiß, was als nächstes kommt, deswegen breche ich dich jetzt einfach ab, damit wir möglichst viel Zeit haben. Ich weiß, dass du heiß drauf bist. Wir sind alle heiß drauf. So. Unser Geschenketrend 2022, das ist großartig, deswegen haben wir uns natürlich, beziehungsweise unsere Redakteurin hat das getan, extra Mühe gegeben, so ungefähr könnte dieses Geschenk zu Ihnen kommen. Wir wandern mal ein paar, also sind das Millionen Jahre, ja, ne? Ein paar Millionen Jahre zurück und kommen mal in eine eine Zeit, wo es natürlich dann nochmal ganz anderes Getier auf der Welt gab. Die heute doch endlich aus. Ja, jetzt packt so, jetzt passt, Moment, einmal, so. Einmal der hier. Moment, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Also die hätte ich echt gerne in echt mal erlebt. Also. Muss ich ja sagen. Achtung, schade. Achtung, Achtung. Oh. Wow. Willst du immer noch in echt erleben? Ich gebe dir mal einen rüber, wir haben zwei Stück davon. Pass auf. Ein Dinosaurier. Nicht einfach nur als Puppe zum Hinstellen, was ja per se schon recht cool wäre, sondern ein ferngesteuerter Dino. Und der ist großartig, denn er sagt sogar noch Hallo. Achtung. So, wenn das schon alles wäre, würde ich sagen, greifen Sie bitte sofort zu. Aber der hat natürlich noch ein paar andere Highlights. Unter anderem sprüht der, ich würde mal sagen, Feuer. Ja, ich muss mal gucken, welche Fernbedienung gehört dazu. Ja. Ist das hier? Das ist Moni. Ja, das ist Monikas Fernbedienung. Und das ist meine. Finger weg. Auf die Fernbedienung. Also, ich sitze hier, Freund, moderiere das vernünftig an. Pass auf. Er läuft auch schon los jetzt hier, rechts und links. Wir werden uns gleich mal die Fernbedienung anschauen. Die ist natürlich großartig. Und ich hoffe, Sie können das erkennen, dass er parallel dazu... Ja, du kommst jetzt auch los. Warte mal, ich komme mit meinem dazu. Dass der natürlich hier auch diesen Dampf raussprüht. Dauert einen kleinen Moment, bis er warm geworden ist. Er läuft sich gerade warm. So. Welcher bist du denn, Carsten? So, ich pass auf, komm hier. Achtung. Sehen Sie das? Oh ja. Ja. Was bist du? Willst du Moni da runterschmeißen? So, ist das cool? Ihnen fällt natürlich auf, dass wir die beide parallel laufen lassen können. Das heißt, Sie können also auch gerne mal einen zweiten oder gerne mal einen dritten dazu holen. Also meine ganze Familie, meine ganze Dino-Familie. Und dann haben Sie mal richtig Spaß jetzt hier. Ich glaube, du kannst 20 Spielzeuge dahinlegen. Wenn du einen Dino dahinlegst, dann hast du da so einen 6-, 7-, 8-jährigen Jungen oder sowas oder ein Mädel. Die werden begeistert sein. Allein durch dieses... Was machst du denn da? Also damit bist du coolster Opa, coolster Oma. Es ist der Hammer. Die machen so viel Spaß, weil die auch Geräusche machen. Und dieses sieht ja wirklich so aus, als wenn sie Feuer spucken. Ja. Mann. Da wird richtig gekämpft. Wie hieß das? Gab es doch so einen Film? Kampf der Titanen oder sowas. Jurassic World. Der wurde gerade noch gerettet von Moni. Mein armer Dino. Da jetzt wieder raus. Oh, das wird schwierig, Carsten. Moment, das schaffe ich. Das ist unfair. Das war unfair. Das ist unser Spielzeug des Jahres. Wir sind alle sowas von begeistert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn diesmal nicht fahren durfte. Das macht so einen Spaß. Der sieht so super aus. Na gut, aber nur 2 Minuten, da bin ich wieder dran. Ist der schon das ist genau das Richtige für jeden zwischen 5 und 150. Kann ich sagen. Los, Moni. Dieses rotleuchtende Maul, dieses Gefauche dazwischen und eben dieser Nebel, den der da loslässt. Also das ist großartig. Die Fernbedienung übrigens fast noch cooler. Die ist in Form eines Dino-Skelettes gemacht. Für mich persönlich wirklich der absolute Geschenketrend 2022. ZX7232 und die 569 für unseren Geschenketipp des Jahres. Für nicht mal 60 Euro bekommen Sie hier ein Hightech-Spielzeug, was jedem Spaß macht. Ich höre übrigens gerade, dass unser Mikroskop schon sehr stark nachgefragt. Das hat an meinem Pulli gelegen. Der Paul hat zugegriffen. Ja, richtig, mein Pulli, richtig ganz so. Genau. Tausendfache Vergrößerung, Akkubetrieben, großartig. Wir machen weiter. Rufen Moni. Du hast eine sehr gute Auswahl getroffen. Oh Gott, nee, echt eine Autorennbahn. Eine richtige Autorennbahn. Boah. Auch wenn sie im ersten Moment gar nicht so aussieht, das ist eine Rennbahn im Koffer. So albern, wie das vielleicht im ersten Moment klingt, so sinnvoll ist es, wenn man drüber nachdenkt. Diese Rennbahn hier, die braucht keinen Stromanschluss, weil sie mit Batterie funktioniert. Die braucht keine Autos, weil sie mit drin sind. Sie braucht noch keine Fernbedienung oder Controller. Ist alles hier schon komplett mit dabei. Und wenn Sie jetzt mal irgendwo unterwegs sind und dem Halben wird stinklangweilig, ja, weil die Erwachsenen seit 2 Stunden am Tisch sitzen und irgendwas Langweiliges quatschen, dann packen Sie ganz einfach mal eine Rennbahn aus. So, aufgemacht.
Ich habe jetzt ja nie auf die Uhr geguckt, wie lange ich dafür brauche. Zack. Ich würde sagen, 2 Sekunden. Habe ich die richtige Seite erwischt. So, Moment. So. Das ist die eigentliche Rennbahn. Ich zeige es dir ganz einfach mal so. Natürlich mit entsprechenden Steilkurven, jede Menge Zubehör. Natürlich kannst du jetzt hier die Seitenteile noch verkleiden und so weiter. Aber wichtig sind natürlich Autos und die entsprechenden Fernbedienungen. Einmal ein weißes Auto, das ist dieser jetzt hier. Und logischerweise, wir sind im Rennsport, auch ein knallrotes Auto. So, und die beiden Controller natürlich, um Gas zu geben. Das ist alles da drin, du brauchst alles nichts aufzubauen. Drin. Ist alles mit dabei. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ist denn was? 1 und 2, Moment. Weiß ich nicht, müssen wir jetzt mal testen. Eine komplette Autorennbahn im Koffer, wo Sie keine Schienen zusammenstecken müssen. Einfach die Controller reinstecken und losfahren. Hast du früher auch Autorennbahn gespielt? Ja, früher auf jeden Fall auch. Das ist doch das Spielzeug überhaupt, ne? Ja. Auch jetzt immer noch mag Autorennen. Ich das noch sehr gerne. Ja. Aber mit dem richtigen Auto jetzt, ne? Ja, aber auch mit dem hier. Gibst du das gar nicht ab? Doch. Monika, ich habe ja schon 3 Runden Vorsprung hier. Ja, das ist ja auch ihr, ihr habt euch ja einfach verquatscht. Dabei mag Monika gar keine weißen Autos. Moni fährt ein weißes Auto im echten Leben. So. Das ist ja der Hammer. Ich guck dir das mal an hier, was hier die Post abgeht, oder? Natürlich mit Röntgenzähler. Allein schon das Geräusch, ne? Ja, mit... Oh, Moment! Ja. Carsten hat schon den ersten Unfall gebaut. Moment, es muss das Pace Car raus. Ja. Safety Car, nicht Pace Car. Safety Car, gelbe Flagge. So. Oh, und jetzt hast du beinahe gehabt, Carsten. Oh, wieso du fährst beinahe? Zu schnell. Ja, Monika. Ich bin immer zu schnell. In der Kurve muss man abbremsen, Carsten. Das wäre Hacking gegen Schumacher. In bremsen. Haut ihn. Sie sehen, so schnell geht das. So schnell geht das, das aufzubauen. Einfach aufklappen, Controller rein und fertig. So, Rundenzähler natürlich. Unglaublich. Runden bei Monika, bei mir sind 57 Runden. Ich habe einen leichten Vorsprung, aber das ist ja nur wirklich genial hier. Die beiden Autos alleine, wie im richtigen Rennsport. Eine Boxencrew natürlich, die sie noch zusätzlich aufbauen können. Hier sämtliche Streckenmarkierungen in den Steilkurven, alles komplett mit dabei. Und das mal eben im Koffer. Kein Stromanschluss, nichts notwendig. Wenn du Bock hast, Rennen zu fahren, dann holst du deinen Koffer und fährst ein Rennen. Ja, so wenn einfach. Dein Enkel zu dir sagt, Opa, du fährst diesen Rennen, dann fährst du ein Rennen. Ja, ja? So. Dann bist du der beste Opa. Ja, genau so ist es. Also es ist doch der Wahnsinn. Ich habe früher stundenlang, wochenlang Autorennen mit meinem Bruder gespielt. Das hat so einen Spaß gemacht. Aber wir haben immer eine ganze Bahn aufbauen müssen. Das hat immer eine Weile gedauert und die Mutter hat geschimpft, weil natürlich alles voll im Wohnzimmer stand. Hier einfach den Koffer auf den Tisch und loslegen. Ganz fantastisch. Autos sind dabei, Controller sind dabei. Alle Schienen sind schon zusammengebaut. Sie müssen wirklich nur aufklappen. Das ist stundenlang, tagelang, wochenlanger Spielspaß garantiert. Du stehst quer. Moni ist die bessere Fahrerin, Carsten. Was soll das denn heißen? Also du machst immer Unfälle. Ich bin in Kärnten geboren und ich fahre ein rotes Auto. So hier. So. Und ich habe die meisten Punkte in Flensburg. Ich weiß, ja, genau. Alle paar Wochen gibt es mal ein Foto von wenn dir. Wenn man das so beobachtet, sieht man auch warum. So, guck mal hier. Ja. Ihr wolltet ja unbedingt was essen gehen. Fährst du mir schon wieder hin rein? Was machst du denn da? Das ist unfair, was du machst. Das ist sind unfair. Da auch Blitzkisten drauf? Ich hoffe nicht. Also eine Autorennbahn ohne Blitzkisten, fantastisch hier. Die sind richtig schnell, das macht richtig Spaß. Das geht mit Batterien, das heißt, sie brauchen auch nicht mal ein Kabel hinzulegen. Die portable Rennbahn im Koffer hat die Bestellnummer NC1870 und die 569. Sie sollten alles jetzt bestellen, damit sie Weihnachten richtig durch sind mit Geschenken. Es macht riesen Spaß. Denken Sie bitte auch an unseren Dino, an den 3D-Drucker. Was hatten wir noch? Der ist genial. Den Malkasten, das Mikroskop. Der Malkasten da hier, der Globus. Ja, wir müssen noch fertig zeichnen. Bestellen Sie jetzt. Jetzt ist noch genug Zeit. Es ist noch genug da. Wir haben alles auf Lager. Und Sie können sich in Ruhe auf Weihnachten freuen und nicht in den Kaufstress kommen, wie viele, viele andere. Es ist vernünftig, jetzt zuzuschlagen. Wir haben es auf Lager lieferbar. Alles zum TV-Sonderpreis. Tolle Geschenke hast du mitgebracht, Carsten. Das hat richtig Spaß gemacht. Oder? Ne? Ich könnte noch eine Stunde weiter präsentieren. Das ist nicht nur für Kinder. Riesengeschenke hier. Also, ran ans Telefon, entsorgen Sie sich hier für Weihnachten und dann viel, viel Spaß damit.